Hey ihr Lieben, ich bin's ja, die Eva von Evas Backparty und heute habe ich wieder eine richtig schöne Sommertorte für euch. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, wie ihr diese Erdbeer-Himbeer-Frischkäsetorte zubereiten könnt. Und ich sag euch, die sieht nicht nur so richtig hübsch aus durch die schönen Mädchenfarben, sondern die schmeckt auch richtig lecker, denn wir haben einen schönen lockeren Biskuitteig, dann haben wir noch Schokolade und eben eine leckere Bärencreme, also macht's auf jeden Fall nach. Wir brauchen 4 Eier, 75 Gramm Zucker, 4 Esslöffel heißes Wasser, 90 Gramm Mehl, 90 Gramm Speisestärke, ein Päckchen Backpulver und eine Prise Salz. Zuerst werden die Eier schön standfest aufgeschlagen und dazu verrühre ich sie zusammen mit dem heißen Wasser, dem Salz und dem Zucker und lasse es dann so 10 bis 15 Minuten schön weichschaumig aufschlagen, bis die Masse richtig schön standfest ist. Währenddessen könnt ihr die trockenen Zutaten miteinander verrühren, damit es dann später richtig schön gleichmäßig im Teig verteilt ist. Und ich siebe das auch immer, damit einfach keine Klümpchen mit in der Masse sind. Wenn die Eier dann richtig schön luftig und standfest aufgeschlagen sind, dann können wir noch die trockenen Zutaten hinzugeben. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die nur ganz vorsichtig unterheben und sie nicht mit der Küchenmaschine verrühren. Der Biskuitteig kann dann in unsere vorbereitete Form und ich verwende hier einen 24 cm Tortenring. Ihr könnt aber genauso gut auch eine Springform verwenden. Wichtig ist, dass ihr den Rand nicht einfettet, ansonsten kann euch der Biskuitteig nicht schön aufgehen. Der Teig kommt dann sofort in unseren Backofen und da ist es ganz wichtig, dass der vorgeheizt ist auf 175 Grad Ober- und Unterhitze und ich lasse den Biskuitteig ungefähr 25 Minuten drin. Ich kontrolliere einfach immer mit der Stäbchenprobe. Der Biskuitteig ist fertig gebacken und ich habe ihn jetzt auch schon komplett abkühlen lassen und das ist ganz gut, wenn ihr den schon einen Tag vorher backt, dann ist er einfach richtig gut durchgekühlt und lässt sich dann auch besser schneiden. Und den Biskuitteig schneide ich jetzt einmal waagerecht durch. Der Biskuitteig ist richtig schön luftig, hat schöne Poren und man merkt auch, dass er richtig schön saftig ist. Unsere zwei Tortenböden werden jetzt noch mit Schokolade bestrichen und es schmeckt richtig lecker später in der Torte, wenn man da einfach noch so eine leckere Schokoladennote mit drin hat. Und dazu schmelzen wir jetzt einfach 200 Gramm Zartbitterschokolade mit etwas Palmin. Dazu stelle die Schokolade über einem heißen Wasserbad und da ist es ganz wichtig, dass die Schokolade nur im Wasserdampf steht und nicht direkt im heißen Wasser, damit die Schokolade einfach nicht zu heiß wird und sich dann die Kakaobutter trennt. Sobald die Schokolade anfängt etwas zu schmelzen, könnt ihr dann noch euer Palmin hinzufügen. Dadurch wird die Schokolade einfach noch etwas flüssiger und bekommt dann einen richtig schönen Glanz. Falls ihr keinen Palmin zu Hause habt, könnt ihr auch Speiseöl verwenden. Sobald eure Schokolade mit dem Palmin komplett geschmolzen ist, können wir sie über unsere Tortenböden geben und dazu verstreiche ich sie einfach mit einem Pinsel. Die Schokoladenböden lassen wir jetzt trocknen, aber währenddessen können wir schon mal unsere Creme vorbereiten. Dazu brauchen wir 200 Gramm Himbeeren, 100 Gramm Erdbeeren, 300 Gramm Frischkäse, 300 ml kalte Schlagsahne, 30 Gramm Zucker, ein Spritzer Zitronensaft und 6 Teelöffel Sanapart oder andere Alternativen. Für die Creme werden jetzt zuerst die Beeren püriert und da könnt ihr natürlich auch nur Himbeeren oder nur Erdbeeren verwenden, aber ich mag das ganz gerne in Kombination. Die Beeren haben eine richtig schöne, intensive Farbe und dadurch erhalten wir später so eine richtig schöne rosafarbene Mädchencreme. Und bevor wir die jetzt weiterverarbeiten, werdet sie jetzt noch sieben, damit einfach keine Himbeerkerne mehr drin sind. Aber falls euch das nicht stört, könnt ihr sie natürlich auch drin lassen. Zu dem Beerenpüree kommt jetzt noch unser Frischkäse, der Zucker und der Zitronensaft und wird dann schön cremig verrührt.
Ich habe die Masse jetzt auf niedriger Stufe 2 bis 3 Minuten schön cremig gerührt und jetzt geben wir noch unsere Sahne hinzu und da ist es ganz wichtig, dass die frisch aus dem Kühlschrank kommt. Und die Masse schlagt jetzt einfach so lange auf, bis die Masse anfängt etwas dicklicher zu werden und danach gebt ihr noch das Sahnepart hinzu. Falls ihr natürlich andere Alternativen verwendet, müsst ihr natürlich auf der Packungsbeilage nachgucken, wie ihr die zubereiten müsst. Danach nehmt ihr euch die Hälfte von eurer Creme und verstreicht sie auf eurem Tortenboden. Danach nehmt ihr euren zweiten Tortenboden und den habe ich jetzt einmal umgedreht, damit die Schokoladenseite nach unten ist. Und so setze ich ihn jetzt auf meine Torte drauf. Anschließend nehmt ihr eure restliche Creme und streicht damit die Seite von eurer Torte ein. Also nicht oben, sondern nur die Seiten. Und da könnt ihr dann auch nochmal die Lücken hier schließen. Sobald ihr den Rand komplett mit der Creme bedeckt habt, nehmt ihr euch eine Teigkante und zieht so den Überstand ab. Dann erhaltet ihr nämlich eine richtig schöne gleichmäßige Oberfläche. Und das macht ihr einfach so lange, bis euch die Oberfläche von eurer Torte gefällt. Die Torte stelle ich jetzt so in den Kühlschrank, damit sie schon mal ein bisschen durchkühlen kann. Aber währenddessen können wir schon mal die Deko vorbereiten. Für die Deko brauchen wir 200 ml kalte Schlagsahne, 2 Teelöffel Sahnepart oder ein Päckchen Sahnesteif, ein paar Erdbeeren, ein paar Himbeeren und Schokolade. Zuerst schlagen wir die Sahne steif und die schlage ich immer erst etwas an und wenn sie dann anfängt dicklicher zu werden, gebe ich das Sahnepart hinzu. Falls ihr Sahne steif verwendet, könnt ihr es direkt mit hineingeben. Anschließend müssen wir die Schokolade noch zerkleinern. Da könnt ihr sie natürlich hacken oder wie ich so kleine Schokoladenröllchen abziehen. Da ist es aber ganz wichtig, dass ihr ein scharfes Messer verwendet. Zum Schluss müssen wir nur noch unsere Erdbeeren halbieren und danach können wir schon unsere Torte dekorieren. Zum Dekorieren der Torte nehme ich jetzt zuerst meine steif geschlagene Sahne und verstreiche sie auf der Oberfläche von meiner Torte. Die Oberfläche müsst ihr jetzt auch nicht zu 100% glatt verstreichen, denn da kommen jetzt ja unsere leckeren Erdbeeren oben drauf und die Schokolade. Und das dekoriert ihr einfach so, wie euch das gefällt. Unsere Himbeer-Erdbeer-Frischkäsetorte ist jetzt fertig dekoriert und die könnt ihr jetzt einfach vor dem Servieren nochmal in den Kühlschrank stellen, damit sie richtig gut durchgekühlt ist. Mir gefällt sie optisch total gut, hat so ganz viele schöne Mädchenfarben, also schon eine kleine Girly-Torte, aber die schmeckt natürlich auch den Männern. Falls ihr das Rezept nochmal nachlesen wollt, könnt ihr gerne auf meiner Webseite evasbackparty.de vorbeischauen. Dann wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss!